Das klingt ja alles schön und gut. Wir von Best of Swiss Gastro bewegt, haben es aber genauer wissen wollen und uns ins alle sonntägliche Nachtleben gestürzt. Und zwar an der ersten Gastroparty von diesem Jahr. Sonntag, Mitternacht, im Hilde Club Zürich. Während der Rest der Stadt bereits schläft, geht hier die Party ab. Die Gastro-Szene feiert. Mit der sonntäglichen Gastro-Party hat der Hilde Club ein Bedürfnis gestillt. Die, die in der Gastro arbeiten, haben das Ganze ja damit zu tun, anderen Leuten beim Feiern zuzuschauen, ihnen das schön zu machen, sie zu bedienen. Und da ist natürlich das Bedürfnis, das dann wirklich auch mal für sich selber zu machen. Das ist sicher speziell, dass mal am Sonntag wir mal rausgehen dürfen. Ich meine, Freitag, Samstag sind wir auch immer am Arbeiten. Das ist sicher mal etwas Gutes, auf jeden Fall. Ja. Ja, ist total super für uns, weil wir arbeiten 365 Tage die Woche und jetzt können wir auch endlich mal feiern. Montags ist Wirtesonntag. Da kann die Gastro-Szene ausschlafen. Das ist aber nicht der einzige Grund, um gemeinsam die Sonntagnacht zum Tag zu machen. Natürlich profitieren wir von dieser Geschichte, dass wir Freunde, Kollegen, Mitarbeiter vielleicht auch treffen. Ja, natürlich, ja. Nächtliches Networking also. Vielleicht ein bisschen. In erster Linie aber gemeinsames Abfeiern in gepflegtem Ambiente. Also wir sind immer mega gut aufgenommen hier und wir kommen wirklich immer gerne hier hin, ja. Eine Party von Gastronomen für Gastronomen. Das klingt nach Herausforderung. Schließlich ist jeder Gast selbst ein Experte des Fachs. Also wir sind schon in gewisser Hinsicht anspruchsvoller, aber ich denke mal, untereinander können wir sehr gut miteinander umgehen. Also wir sind sehr rücksichtsvoll. Wir sind eine Familie und ich glaube, das macht das Ganze aus. Ja. Wie groß die Ansprüche des Publikums auch sein mögen, geboten wird vieles. Dieses Mal ein Auftritt der Cocktail Brothers, die deutschen Meister im Showmixen. Als professionelle Partymacher können sie die Partytauglichkeit der Gastro-Szene wohl am besten beurteilen. Die können sehr gut feiern, die machen das beruflich, die sind immer dabei und die haben lange Atem und die wollen eben auch noch mal ihren Spaß haben. Um 2 Uhr Montag früh hat das Best of Swiss Gastro Bewegteam Feierabend gemacht, damit die Gastro-Szene dann ohne Kamera so richtig abtanzen kann.